Hey Leute, wollt ihr meinen coolen Kescher sehen? Schaut mal, was ich mit dem machen kann. Ich kann mit dem Quallenfischen gehen. Hey, ja, Link, ich glaube, du benutzt das falsch. Lass mich lieber steuern mit diesen coolen Joy-Cons. Und damit, hi, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. HD, wir suchen gerade drei weitere Schlüsselteile. Zwei haben wir nämlich schon, wie ihr links sehen könnt. Oben links. Zwei fehlen uns noch. Okay, welche... das Ding nicht benutzt hätte, hätte ich es vielleicht noch geschafft. Denn dort drüben gibt es noch ein Loch, was wir graben können und vielleicht... Ah, das funktioniert nicht. Vielleicht mit einem Roller, bevor wir springen? Letzter Versuch. Ups, das war nicht der letzte Versuch. Ich habe es nämlich nicht richtig gemacht. Vorletzter Versuch war das. Jetzt kommt der letzte Versuch. Na, okay, bringt nichts. Okay, egal. Dann, kann ich den da raufbringen mit dem Wind? Ja! Tatsache! Okay, cool, das wusste ich nicht. Das ist auch ziemlich pock. Aber Moment. War das Ganze wirklich nur für diesen Stein? Scheint so. Ziemlich schade, um ehrlich zu sein. Also klar, die Steine sind natürlich ziemlich cool, bestimmt. Wir wissen noch nicht genau, was sie machen, aber irgendwas Cooles. Aber was ist dort? Und wie komme ich überhaupt dorthin? Das ist ziemlich komisch. Achso, ich kann einfach hochrennen. Ja, gut. Ich dachte, das wäre zu hoch. Anscheinend ist das nicht. Oh, schade. Ich dachte, hier wäre vielleicht ein Schlüsselteil. War ja aber nicht. Gut, wenn wir nicht weiter wissen. Gucken wir so nach. Aber Moment mal. Seht ihr das auch? Eine Zielscheibe. Muss ich jetzt halt nur richtig aimen. Pow! Mist. Pow. Mist. Pow. Mist. Pow. Ach komm, das muss er jetzt getroffen haben, das letzte. Ach, wirklich jetzt. Versuchen wir es einfach von hier nochmal. Pow. Oh, hier ist noch was. Ha? Oh, wow. Hier war einfach eins versteckt. So ganz einfach. Okay. Egal, ich habe, was ich wollte. Zwei fehlen noch. Schauen wir doch mal auf unser glückliches Auge. Was uns verraten wird, wo noch eins sich versteckt hält. Oh, hier ist noch ein Loch. In der Richtung könnte noch eins sein. Wow. Wow. Hier ist noch ein kleiner Käfer, der bestimmt gefangen werden möchte. Ich will dir nicht zu nahe treten, wortwörtlich. Also komm. Ja, danke. Hier vielleicht was? Sieht aus wie ein heiliger Ort hier. Na, so. Ja. Nee, hier passiert nichts. Noch nicht. Da ist ein Schmetterling. Kann ich ihn auffangen? Bestimmt kann ich ihn fangen. Ja? Ja, kann ich! Oh, wie dumm der gerade war. Du hast einen Himmelsfalter gefunden. Ein weit verbreitetes Insekt. Manchmal hält es sich auch an seltsamen Orten auf. Aha. Interessant. Und ihr, meine kleinen Freunde, ihr werdet auch gefangen. Plopp. Bisschen wie Animal Crossing hier. Wo ist er hin? Er ist weg. Hoffentlich verbrennt er nicht, der Arme. Nee, das war der falsche Button. Das war der richtige Button. Ja gut, jetzt bist du halt ein bisschen... Ach mein Gott. Nein! Na, bitte. Spiel. Hm? Nirgendwo? Ha? Nichts? Ich spüre keine Vibration. Doch. Hier. Dort? Direkt unter mir? Ha? Direkt unter mir? Woanders. Wo denn? Müssen wir den ganzen Weg zurückrennen?
musst du finden. Es scheint so, ja. Okay. Hoffe, er führt mich nicht zum Tode. Oh Gott. Hier? Ha? Aber das ist so eine. Was ist denn hier überhaupt? Hier komme ich überhaupt nicht lang. Ha? Hier soll es lang gehen? Das reicht ja von der Zeit her nicht aus. Oder vielleicht doch? Oh, habe ich es einfach vorhin falsch gemacht? Oh Gott, ja. Maybe. Nee. Das reicht überhaupt nicht. Oder man muss uns perfekt machen. Vielleicht muss es perfekt machen. Also, besser krieg ich das nicht hin. Vor allem, du kannst ja auch nicht rennen mit dem Dingern. In der Hand. Nee. Muss das hinkriegen. Jo. Vor allem ist es auch extra so weit weggeschoben. Dass du das nicht hinkriegst. Oh, Moment. Was ist denn hier? Hier muss doch jetzt, Nein? Keine Ahnung. Glaube ich echt keine Ahnung. Wie kommst du denn überhaupt dahin? Von wo? Von wo willst du denn da hinkommen? Das hier ist ein Weg dorthin, oder? Ich glaube schon. Ich bin echt überfragt. Ich kann euch nicht verraten, wie das hier weitergeht. Kluger Link. Sehr klug. Jetzt! Nein, nee, das geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich woanders lang. Okay, was ist, wenn ich hier vielleicht doch nicht falsch bin? Vielleicht geht's ja doch weiter. Kann ich da lang? Geht das nicht? Oh! Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh. Oh, warte, was? Das ist nur für Geld? Kann ich da nicht irgendwie lang? Irgendwie? Spring doch nicht direkt! Oh Mann! Hab ich ein ganzes Herz dadurch verloren? Nein. Gar nichts verloren. Herabhängen. Doch, das geht. Ja, doch, natürlich geht das. Ha. Ha. Guck da. Ist hier irgendwas? Also dieser Detektor hier, der sagt nur aus, dass unten irgendwas ist. Oh, sag mir nicht, der meinte hier unten. Nee, kann ja gar nicht sein. Okay, keine Ahnung. Nee. Hm. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwas. Deshalb machen wir einfach hier so lange weiter, während wir keine Ahnung haben, wo es weitergeht mit den zwei letzten Schlüsselteilen. Aber vielleicht finden wir hier Antworten auf unsere Fragen. Nein, die Herzen. Sie fliegen nach unten in die Freiheit. Und ich fliege zu diesem Ding hier. Okay, aber mit dem Ding kann ich zumindest auf die andere Seite gelangen. Das kann helfen. Ich kann von hier aus dann auf der anderen Seite diese Bombenwand wegspringen. Das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Schalter. Ja, okay, Abkürzung geschaffen. Das heißt, hier kann man schon mal lang. Ich dachte eigentlich, es wäre irgendwie ein Weg woanders hin. Weil hier kann man, hier ist ein neues Gebiet und ich dachte halt, erstmal sollen wir diesen Palast machen und dann kommen wir in ein neues Gebiet. So, mein Instinkt hat mir das einfach gesagt. Ich habe ja keine Ahnung. Komm her. Ah, fliegt kein mehr, komm, lass ihn fliegen, egal. Der ist meine Zeit nicht wert. Nee, da kommen wir nicht hoch. Vielleicht mit den Dingern.
Nee, mit dem nicht. Mit dir vielleicht? Ja, auch nur so ein paar kleine Viecher, die gefangen werden wollen. Komm schon. Plopp. Einen habe ich. Und den anderen. Egal, anderen. Komm, 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 komm. Ah, oh, es brennt! Es brennt! Es brennt! Es brennt! Warum brennt? Warum brennt? Hä? Oh. Das Gebiet ist zu heiß. Das Gebiet ist viel zu heiß. Okay, hier können wir nicht lang. Hier ist es zu heiß. Okay. Okay. Aber das ist nicht gut. Soll ich mal versuchen, durchzurennen? Ah! Einfach rein! Ah! Weg, 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 weg! Es ist zu heiß! Ah, viel besser. Ah! Ha? Büchern jetzt! Krieg ich Graben? Fee, 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 Fee! Komm, geh in die Flasche! 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 Danke! Für Ihre Kooperation. Oh, jetzt ist aber mein Schild weg. Ich will mein Schild wieder haben. Danke. Oh, das ist hier eine... Okay, da geht's irgendwann weiter. Aber hier geht eine Rutsche nach unten. Genau da, wo ich hin will. Perfekt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht irgendwo lang gehe, wo ich nicht hin will. Und irgendwo lang gehe, wo ich auch was... Oh. Wo ich auch was Schönes bekommen kann. Zum Beispiel gibt es hier maybe ein Herzteil, was ich bekommen könnte. Gut, das habe ich sowieso verpasst. Wahrscheinlich in der Mitte, oder? Egal. Ups, da war ein Rubin, den ich verpasst habe. Aber hier sind noch weitere schmackhafte Rubine. Ja, ich bin auf der anderen Seite, wo ich hin wollte. Yep. Hier soll ich lang, ne? Ja gut, wenn ich den jetzt wieder richten kann. Ja, ja, ja. Das könnte schon richtig sein. Hier? Oh. Da sieh mal einer an. Hier. Und hier sind Bomben, ne? Dachte ich. Hä? Doch, hier. Ja gut, das ist easy. Das ist easy. Wenn ich das verkacke, könnt ihr disliken. Aber natürlich verkacke ich das nicht, deshalb sage ich das einfach nur so. Gut. Ja, komm, speichern brauche ich jetzt auch noch nicht. Folge ist ja noch gar nicht so alt. Lalt. Brauchen wir es noch nicht. Zack, zack. Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass ich die Bomben aus Versehen treffe, ne? Da sollte ich aufpassen. Die kann man runter. Ja. Yeah. Durch nicht in die Lava, sondern zu... Ah. Das habe ich schon von außen gesehen. Also von da hinten, dort. Hier gibt es was zum Graben. Wie kleine Raben können wir graben, aber hier war nichts. Ne? Nee. Hm. Ist noch was. Arme Geld. Ich will darüber. Das ist schon auch was Cooles. Okay, Erz? Haben wir schon lange nicht mehr bekommen, das Erz. Hm. Zack, zack. Aber wo wollen wir lang? Wo wollen wir lang? Okay, also laut Auge wollen wir da lang. Deshalb gehen wir hier lang. Denn hier könnte doch irgendwas sein. Licht, Luftdinger. Bestimmt. Okay, zwei Herzen. Okay, nehme ich mit. So ein Luftding. Nein? Gar nichts? Gar nichts? Gar nichts? Gar nichts. Oh. Ups. Upsi, upsi. Hab ich verdrückt. Dann. Nee, da können wir auch nicht lang. Nee. Dann geht's hier wohl lang. Tatsache. Da muss es lang gehen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo genau. Es lang geht. Nee, okay, keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ist es da? Es scheint so, als wäre es da, ja. Oh! Ich verstehe. Ja, ja, ich verstehe. I understand. So, ich muss ihn erstmal hier hochrollen lassen, damit er so einen Schwung bekommt und rüberkommt. Ja, gut. So in der Art halt. So von der Idee her. Oh, nein! Autsch.
Ja, die Umsetzung muss ich halt anders machen. Stell dir vor, ihr hängt da einfach so am Rande fest. Nein! 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 Renn! Renn! Da! Verdammt! Steuerung ist echt nicht die tollste. Das Problem ist halt, der explodiert dann nur direkt am Ende da. Aber nicht dort. Der fliegt ja nicht nach, wupp, nach drüben. Wisst ihr, was ich meine? Oh Gott, das könnte ein bisschen dauern. Na gut, ihr bringt es auch nichts rüber zu rennen. Die Bombe wird sowieso nichts hinkriegen können. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Hier kann man auch was freisprengen. Ja. Und damit wird es dann, ja, damit wird es dann viel einfacher. Oh, guck mal, wie einfach das jetzt ist. Und ich stelle mich hier 5 Minuten so an und denke, ich krieg's immer mal hin. Nein, natürlich nicht. Egal. Wollen wir nicht drüber trauern? Wollen wir einfach hoffen, dass ich weiterkommen kann? Na komm schon. Bau! Schön. Und da ist nun hoffentlich ein Schlüsselteil. Komm schon, bitte, bitte. Ja, ja. Du hast ein Schlüsselfragment erhalten. Es ist Teil des Schlüssels. Und einer fehlt noch. Oh, magisches Auge. Wo befinden... Ja, okay, das sollte ich vielleicht nicht hier drin machen. Hier drin bringt es kaum was. Okay, Moment. Oh, magisches Auge. Wo befindet sich das letzte Teil? Da oben, oder? Ja, ich dachte es mir schon. Hier oben müsste es ja irgendwo einen Weg geben. Ah, da muss ich den ganzen Weg jetzt zurücklatschen, ne? Ich glaube schon. Nee, warte, was ist das denn hier? Bringt mich das sofort nach oben? Ja. Okay. Okay, cool. Brenn! Brenn, brenn, brenn. Aua, 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 aua. Okay, aufpassen. Gehen wir den anderen Weg diesmal. Dann war ja anscheinend auf dem anderen Weg das richtige Teil. Hier oben? Vielleicht. Der andere? Der andere? Wo war der andere? Da. Okay, den haben wir. Ha! Okay. Ist es hier? Nein. Erz? Okay, nehme ich mit. Ah! Aber schau mal, was wir sonst noch haben. Den nächsten heiligen Stein, den wir schon mal zerstören können und freilassen können, Bruder. Perfekt. So. Oh, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier falsch, oder? Ich bin hier sowas von falsch. Yep. Dann war es doch auf der rechten Seite oder war das vielleicht in der Mitte? Kann man irgendwie zur Mitte? Am Ende ist es da gar nicht. Nee, Moment. Wenn ich mal oben bin, dann gucke ich mal nach, wo das Ding mich hinzeigt. Also das Auge. Ich wüsste sonst jetzt nicht, wo das letzte Ding sonst sein soll, ne? Es müsste ja eigentlich hier sein. Oder kann ich hier oben noch nachschauen? Ich verliere halt jedes mein Leben, ist das blöde. Auge? Ne, ich kann mein Auge hier gar nicht öffnen. Okay, gucken, gucken. Gehen wir mal hier hoch. Hier, genau. Und jetzt das Auge. Ja, aber schon richtig. Doch, doch, das ist sicherlich hier. Hier oben irgendwo. Ne, das hier bringt mich nur wieder zum linken Weg. Moment, aber ich habe doch da hinten irgendwo so Luftstrom gesehen in der Mitte. Nicht? Doch hier! Oh. Ist gerade verschwunden. Kommt's wieder? Ja? Jetzt kommt's wieder. Und jetzt. Bruder, wo bist du? Verspätet oder was? Gott, Link. Okay, das muss ich richtig timen. Ich glaube, da hinten ist es nämlich, oder? Hä, oder? Ja, hat doch geklappt.
Ja, aber doch, hier wird es sein, oder? Ja. Das ganze Ding. Du hast das letzte Schlüsselfragment erhalten und kannst nun das Tor zum Tempel öffnen. Begib dich zurück zum Gipfel und mache dich im Tempel auf die Suche nach Zelda. Ja, Leute. Ich würde sagen, auf zum Tempel. Wo geht's denn sagen? Hier lang einfach? Ja. Oh. Uah. Kurz noch Ding. Uah. Uah. Oh. Perfekt. Ja, ein bisschen Herzen fehlen mir zwar jetzt gerade, aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Und vor allem ist das ja auch eine coole Abkürzung, weil mit dem Ding hier können wir direkt zurück zum ja, Tor halt. Ist hier direkt hier um die Ecke, meine ich. Oder war das nicht so? Doch. Doch, oder? Meine schon. Ja, ich habe leider sehr viel verschwendet in dieser Folge, sehr viel Zeit, deshalb weiß ich nicht genau, wie lange wir noch haben. Wir werden aber ein bisschen mal reinschnuppern in den, in dieses Gebäude hier. Aber bitte kurz abspeichern. Ich habe zu lange dafür jetzt gebraucht. Komm. Bam, bam. Okay, let's go. Wie das Haar ein bisschen drehen? Ne, passt schon. Ist schon perfekt drin. Sitzt und passt wie angegossen. Diese zwei Drachen schieben wir nun zur Seite und dringen nun hinein. Oh Gott, ist das warm. Oh Gott. Auch so dünne Luft hier. Naja. Ich tue alles, um Zelda zu retten. Das? Ja, ich glaube schon. Tempel des Erdlandes. Der zweite Dungeon. Das ging tatsächlich relativ schnell, oder? Vom ersten bis zum zweiten. Wenn das so weitergeht, haben wir das Spiel schon in 20 Folgen durch. Ja, da träume ich. Also ich plane schon unter 100 Folgen zu haben am Ende. Aber wer weiß, vielleicht brauche ich wirklich bis nächstes Jahr, bis das Spiel durch ist. Und wow, hier kann man nochmal speichern. Ja komm, dann beeil dich. Ja komm, ja 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 ja. Alright. Alright. Tempel des Erdlandes, okay. Wahrscheinlich wird es mehrere Etagen geben, oder? Kann das sein? Wow, wow, hey, 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 ganz ruhig, kleine Fledermäus. Kleine Fledermäus. Hier können wir lang. Hier gibt es was. Der Kumpel wartet auf uns. Hä? Oh! Autsch, autsch, autsch! Ich brenne, ich brenne! Ah, ist nicht mehr. Hä? Du warst das. Verflucht! Alles voller Ungeziefer! Und ich wurde von meinem Kumpel getrennt. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ich kenne dich doch. Hat dich die Suche nach deiner Freundin hergebracht? Da fällt mir ein, ich hab's gesehen. Ich hab gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber es ist sinnlos, dir zu helfen zu kommen. Das ist alles voller Ungeheuer. Halt dich doch lieber raus, es ist viel zu gefährlich. Für dich vielleicht, aber für Link ist hier nicht zu gefährlich. Voller Wut gräbt er sogar Löcher in den Boden. Welches Ungeheuer es auch sein mag. Für Zelda ist nichts zu gefährlich. Nichts. Oh, auch nicht der. Die können sowieso nichts, die Viecher. Wenn du opferst. Komm ich da hoch? Da oben ist die Truhe, glaube ich. Was tut ihr hier? Und ja, natürlich komme ich hier hoch. Mit dem Ding hier. Ja. Holen wir uns, was mir gehört. Geld. Ja, das auch, I guess. Ja. Geld. Ja, gut. Immer gut. Ist rum und Gegner. Da ist einer. Na komm. Dies ist ein Feuerfederbeißer. Diese Wesen leben vorwiegend in dunklen Vulkanhöhlen und setzen jeden den Brand, der mit ihnen in Berührung kommt. Sie sind nachtaktiv, manchmal auch nackt, und schlafen demzufolge tagsüber. Kommt man ihnen zu nahe, so wachen sie auf und greifen an. Ich habe schon 24 von denen besiegt und noch nie getestet. Ja. Ja.
Komm, schieß mich hoch. Kurz auf die Karte schauen, ob wir irgendwas verpasst haben. Nein, hier gibt es keinen anderen Weg. Hier muss es lang gehen. Was ist das denn? Was ist das? Ah! Können wir kaputt machen. Kaputti, putti. Kaputt, putt. Ja. Das reicht aber nicht. Wieso reicht das nicht? Und warum spuckt er immer mehr Lava hier rein? Der auch. Kann ich noch irgendwas anderes mit den Dingern machen? Nee, oder? Pusten! Ins Remote reinpusten. Nee, leider nicht. Das wäre was, oder? Nee, aber dann muss es hier doch noch irgendwas anderes geben, was ich machen kann. Käfer! Schau du dich mal um! Ich sehe nämlich da hinten noch ein weiteres Seilchen, was unbedingt kaputt gehen möchte. Ja, es reicht. Ich dachte, eins kommt noch. Ne, drei reichen. Na dann, dann freue ich mich doch. Ha? Gebieter, ich habe einen neuen Typus vom Gegner in der Nähe entdeckt. Also eigentlich direkt hinter mir. Er scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich schlage vor, ihn durch Drücken von ZL anzuvisieren und mir dann das ganze Reden zu überlassen. Okay. Das ist ein Exalfos. Diese kräftigen Wesen sind mit einem eisernen Handschild ausgestattet und verfügen über eine hervorragende Kondition. Einen Exalfos zu treffen ist sehr schwierig. Versuche eine Lücke in einer Schildabwehr, in seiner Schildabwehr zu finden. Oh shit. Hey. Aua. Das soll der Shuriken, hä? Was macht der? Ah, einmal habe ich. Oh, Motion Controls sind halt auch ein Problem, ne? Ja? Ja? Aha! Aha! Autsch! Na, ja, ist einfach geht. Ha! Jetzt habe ich ihn einfach draufhauen. Oh Gott, was bist du denn hier? Was bist du denn? Dies ist ein Lava-Kopper. Diese seltsame Kreatur lebt in glühend heißer Lava und wandelt heißes Gas in Flammen um, die es dann ausspuckt. Sobald er eine Gefahr erblickt, zieht er sich der Lavakopper erschrocken in die Lava zurück. Aha, ein Weichei. Was nur von hinten angreift. So, so. Ich verstehe schon. Blum, blum. Okay, vielleicht müssen wir gleich was schießen. Kann sein. Kann sein, kann sein. Aber ich würde dann sagen, dieses Mysterium gehen wir in der nächsten Folge an. Seid auch dann bereit, wenn es weitergeht mit Zelda Skyward Sword 8 Steel.